The sixth day. Wo? Wieder die Shibuya-Kreuzung. Was ist das? Ein neuer Pin? Wo kommt der her? Sieht so ähnlich aus wie der Spieler-Pin. Man kann damit nicht scannen. Komischer Pin. Wo ist Stalker? Wahrscheinlich noch nicht wach. Hat der große Typ das gestern ernst gemeint? Bin ich wirklich tot? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gestorben bin. Aber andererseits, bis auf meinen Namen, kann ich mich an nichts erinnern, bevor ich an Tag 1 hier aufgewacht bin. Was hat Mr. Hanekoma nochmal gesagt? Jetzt hört gut zu. Dieses Shibuya ist nicht euer Shibuya. Es ist das Shibuya des Komponisten, in dem die Reaper ihr Spiel veranstalten. Egal was passiert, die Leute sehen euch nicht, sie hören euch nicht. Und sie werden euch erst recht nicht helfen. Euer Partner ist der Einzige, der euch am Leben halten kann. Wir sind also praktisch unsichtbar. Nur wer am Spiel beteiligt ist, kann euch sehen. Also, die Spieler, die Reaper und sie? Genau. Warum bin ich überhaupt in diesem blöden Spiel? Alle Spieler kommen aus demselben Grund, vom Real Ground in den Underground. Und alle müssen als Teilnahmegebühr das aufgeben, was ihnen am meisten wert ist. Was uns am meisten wert ist? Kriegen wir das wieder? Wenn ihr gewinnt. Und wenn nicht, dann ist eure Teilnahmegebühr verloren. Für immer. Und, naja, auch euer Existenzrecht. Ein besonderes Shibuya, in dem das Spiel stattfindet. Und alle Spieler sind aus dem gleichen Grund hier. Der Tod? Also, bin ich tot. Stalker ist tot. Wir stecken alle in einer Art Wettkampf, um wieder ins Leben zurückzukommen. Ich bin nicht gestorben. Es war meine Teilnahmegebühr. Verdammt! Ich kann mich an nichts erinnern. Die Mission. Beherrscht die Aussicht an der Shibuya-Kreuzung um 3 Uhr. Ihr habt 180 Minuten. Wenn ihr versagt, werdet ihr ausgelöscht, die Reaper. Wie aufs Stichwort. Seltsame Mission. Ich stehe jetzt an der Shibuya-Kreuzung. Aber was soll die Aussicht sein? Verdammt. Ich kenne Shibuya nicht gut genug, um daraus was zu machen. Dann wacht sie endlich auf. Hey, wach auf, die Mission ist da. Was hältst du davon? Wie herrscht die Aussicht? Keine Ahnung. Wow, danke, dass du so gründlich nachgedacht hast. Was ist Ink? Was ist denn in See gefahren? Moment, wir schauen nochmal, vielleicht gibt's einen versteckten Hinweis. Die Shibuya-Kreuzung um 3 Uhr? Ist für diese Zeit etwas geplant? Oder sollen wir etwas auslösen? Fangen wir damit an, dass wir herausfinden, was mit der Mission gemeint ist. Und ja, Spielleiter Higashisawa sucht Neko und Shiki auf. Bei dieser Begegnung erfährt Neko von seinem Tod. Überlegenheit und Unterlegenheit. Shiki, Tag 6. Beginnen wir. Wir müssen aus dieser Mission schlau werden. Ja, ich lasse dich wissen, wie ich damit klarkomme. Beherrscht die Aussicht an der Shibuya-Kreuzung um 3 Uhr. Ihr habt 180 Minuten. Wenn ihr versagt, werdet ihr ausgelöscht, die Reaper. Ich wusste gar nicht, dass das so eng ist in dieser Nachricht. Wie aus heiterem Himmel, ein Blitz. Es ist Zeit für das Reaper-Quiz. Und los geht's.
Frage 1. Welcher der folgenden Läden befindet sich im Gebäude 10-4? Edogase Shop. Oho! Frage 2. Was ist auf dem Schild vor dem Kaufhaus Shibu? Hohe Absätze, ein Rock, eine Halskette. Was ist auf dem Schild vor dem Kaufhaus Shibu? Hohe Absätze. Ich sehe schon, ich sehe schon. Frage 3. Big Band Frosch ist Nummer 2 im Noise-Bericht. Die meisten kennen ihn als Blaufrosch-Noise. Welcher der folgenden Angriffe setzt er ein? Mit Blasen. Womit greift der Big Band Frosch an? Mit Blasen. Höchst interessant. Okay, hier sind die Ergebnisse. Reaper Quiz, Lektion 1. Das Ergebnis lautet... Bestanden. Also, hindurch mit euch. Aber, auch wenn ihr das Quiz vielleicht vergesst, denkt daran, es wird sich an euch erinnern. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Adieu. Wir gucken jetzt erstmal, was wir als Mission haben. Total abgefahren. Soliden Slammer. Oh, ihr seid's. Also, es gibt keine Schweine-Noise mehr. Oink. Das war nicht... Geht einfach, okay? Alles klar bei euch? Soll ich für euch die Mauer öffnen? Bringt mir zuerst einen Murasame. Das ist ein Pin. Dann reden wir. Ich nehme ihn nur, wenn er mindestens Stufe 3 ist. Hey, wow, ich bin irgendwie beeindruckt. Ihr könnt durch. Ihr wollt durch diese Mauer? Bring mir 3 Glanzmetallpins. Ihr findet sie bei Noise Nummer 58. Setzt den Schwierigkeitsgrad auf normal. Ziel erfüllt. Mauer geöffnet. Wow. Ja, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Okay, keine Hinweise gefunden. Außer den einen Typen hier. Ich bin erledigt. Was murmelt der Kerl da? Ich merke, wie die Zeit verrinnt. Noch 3 Stunden, dann bin ich erledigt. Mach's gut, Makoto. Nach 3 Stunden? Jetzt ist Mittag. In 3 Stunden ist es 3 Uhr. Hey, ich glaube, dieser Typ könnte der Schlüssel sein. Rede, verdammt nochmal. Warum ist sie heute so still? Also, ja. Scannen wir ihn, okay? Was an diesem Typen? Sollen wir ihn mal scannen? Drei Stunden. Hat der Chef den Verstand verloren? Jetzt blättert er das ganze Geld für den Q-Floor hin. Der Werbespot dauert nur ein paar Sekunden. Licht lange genug, um ins Auge zu fallen. Ins Auge fallen? Das ist es. Hey, das muss unsere Mission sein. Wirklich? Denk doch mal nach. Es ist... die Zeit passt genau. 3 Uhr. Und ins Auge fallen. Auge, Aussicht, ist doch dasselbe. Aber was soll Q-Floor sein? Neko, da oben. Der große Bildschirm, das ist Q-Floor. Auf dem Werbung läuft... So langsam bekommt das alles einen Sinn. Die Aussicht an der Shibuya-Kreuzung beherrschen, heißt also, die Leute dazu bringen, die Werbung von diesem Kerl anzusehen? So sieht es jedenfalls aus. Daraus wird nichts. Die Leute schauen geradeaus, wenn sie über die Straße gehen oder auf ihre Füße. Dann ist es unsere Mission, sie zum Aufschauen zu bewegen.
Sie müssen diese Werbung sehen. Was glaubst du, wofür die Werbung ist? Wer soll ich das wissen? Vielleicht kann er uns das sagen. Es ist vorbei. Ich bin erledigt. Gefangen in den rauchenden Trümmern meines Lebens. Super. Die Neus haben ihn in den Krallen. Du weißt, was das bedeutet. Hat der Chef den Verstand verloren? Jetzt blättert er das ganze Geld für den Q-Floy hin. Und der Werbespot dauert nur ein paar Sekunden. Nicht lange genug, um ins Auge zu fallen. Watch yourself. Wir versuchen mal ein bisschen ohne Shiki zu spielen, weil die ist ja sehr lepri. Die gibt da ein bisschen mehr Sinn. Kopf hoch, Makoto! Wach auf! Diese Pins sehen vielleicht nicht aus wie der nächste große Hit. Aber es ist mein Job, daraus den nächsten großen Hit zu machen. Dieser Pin? Sieht genau aus wie der hier. Macht er dafür Reklame? Ist er vielleicht für die Mission? Es ist einfach nur ein ganz normaler Pin. Dafür schaut sich niemand Werbung an. So viel steht fest. Aber der Typ ist Profi, oder? Ich bin sicher, dass er zumindest einen Plan hat. Okay, als erstes gebe ich kostenlose Pins aus und fülle Shibuya mit wandelnden Plakaten. Und um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, brauche ich ein paar hippe Einzeiler, wie es in dem Buch hieß. Mal sehen, wie wär's mit total abgefahren? Hast du Bock auf was richtig Heißes? Krass, Alter. Perfekt, genau der aktuelle Slang. Wenn ich rechtzeitig alle dazu bringe, über den Pin zu reden, dann sehen sie sich auch den Werbefilm an. Nein? Sie denken höchstens, dass du spinnst. Hast du Bock auf was richtig Heißes? Das klingt wie eine blöde Anmache. Und Pins sind sowieso nicht gerade ein heißes Thema. Die nehmen die Leute nicht mal umsonst. Wir sollten besser eingreifen. Krass, Alter. Bock auf was Heißes? Total abgefahren. Dieser Typ ist eine wandelnde Katastrophe. Das kann ich nicht einfach mit ansehen. Entschuldigung? Sota? Dieser Typ da redet der mit mir? Entschuldigung? Ist was, Alter? Hast du meiner Nao was zu sagen? Also, er meinte, er fände mich süß. Stimmt's? Nein, finde ich gar nicht. Was? Was findest du nicht? Entschuldigung? Nein. Sie ist süß. Aber nicht, weißt du... Oh nein, wie war nochmal mein Text? Ich hab's total vergessen. Total. Das Buch, in meinem Buch hieß es... Lass das Gemurmel, Loser! Ich hab nur... Ach nichts, vergiss es! Ach, was für ein toller Anfang. Ich sollte Prägen benutzen und ihm helfen. Entschuldigung? Sota? Dieser Typ da, redet der mit mir? Entschuldigung? Oh. Ist was, Alter? Hast du meiner Nao was zu sagen?
Also er meinte, er fände mich süß, stimmt's? Nein, finde ich gar nicht. Was? Findest du nicht? Entschuldigung? Nein, sie ist süß. Aber nicht, weißt du, Oh nein, wie war nochmal mein Text? Ich hab's total vergessen. Total abgefahren. Entschuldigung? Ich meine, mein Großvater, für ihn ist der Zug abgefahren. Abgefahren? Ja, seine Gesundheit. Und der arme Mann fühlt sich total schuldig, weil niemand diese Pins trägt. Wenn ich sehe, wie schlecht es ihm geht und wie er sich Vorwürfe macht, dann denke ich, ach Großvater. Also, könntet ihr mir einen Gefallen tun und einen dieser Pins für ihn tragen? Na klar. Oh, echt? Wie heißt du? Ich heiße Makoto Miki. Meine Freunde nennen mich Mick. Mick, du bist voll okay? Ja, das war einfach so rührend. Wie du auf der Kreuzung für deinen Großvater die Pins verteilt hast. Echt klasse, Alter. Ich fühle mich fast wie verliebt. Wir tragen deine Pins. Ist uns eine Ehre. Danke. Nicht aufgeben, Nick. Wir sind für dich da. Ich hoffe, dein Opa ist bald wieder besser drauf. Wer? Oh, ich auch. Wow, heute ist echt mein Tag. Okay, dann verteile ich diese hier mal woanders. Es hat anscheinend funktioniert. Glaubst du wirklich, dass so ein Pin der Renner wird? Das muss er, denn das ist unsere Mission. Ja. What's up? Ein schwieriger Fall, was? Er ist die Center Guy runter. Dann sollten wir hinterher. Der Typ ist eine PR-Zeitbombe. Okay, das scheint eine gute Stelle zu sein. Und es geht wieder los. Ich glaube, er könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Oh, der da nimmt bestimmt ein. Hey, Alter! Uah! Hä? Lass mich raten, Bro. Du willst, dass ich dich zu einem meiner Slammerei mache, stimmt's? Sei nicht schüchtern, es ist echt cool. Slamme los! Nein, ich bin nicht hier, um... Was ist dein Lieblings-Whammy? Was für einen Rang hast du? Ich weiß nicht. Wer ist dieser Typ? Er lässt mich nicht zu Wort kommen. Was soll ich sagen? Wie heißt du, Bro? Ich bin Makoto. Sienna Braun. Hä? Ich ernenne dich zum Sienna Braun Slammerei. Was? Ich bin rot. Klar. Wow, der Typ wird total überrollt. Ich schreite besser ein. Total abgefahren. Wow. Hä? Bro, wo ist dein solider Slammer? Total abgefahren. Was? Was damit passiert? Er ist total abgefahren. Nein, Bro. Du musst auf deinen soliden Slammer aufpassen. Er ist Teil deines Körpers, deiner Seele. Wenn du einer meiner Slammerei werden willst, musst du zuerst deine Ausrüstung in Ordnung bringen. Okay. Hä? Was ist das für eine Box? Oh Mist! Krass, Alter! Wow! Hä? Was ist das für ein Pin? Oh, das? Ja, sag mir, wo hast du ihn her? Sag mir, wo du ihn her hast. Naja. Was hat er für einen Angriff? Krass, Alter! Echt? Und wie ist seine Verteidigung? Krass, Alter! Wow! Bro! Du und ich müssen kämpfen! Ich will diesen Pin! Hä? Bereit? Slamme! Los!
Juhu! Ich habe gewonnen, Bro! Üb lieber noch ein bisschen. Mit Pins allein wirst du nie zu einem echten Slammerei. Ich nehme mir diesen Pin, Joink. Aber... okay. Es hat funktioniert. What's up? Der macht das beruflich? Komm schon, ich habe ihn an der Center Guy vorbeirennen sehen. Das ist jetzt auch egal. Alles ist egal. Dieser Typ, er ist weg. Wo ist der hingerannt? Okay, das scheint eine gute Stelle zu sein. Und es geht wieder los. What's up? Ich glaube, er könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Verzeihung? Hallo? Entschuldigung? Kann er mich nicht hören? Was jetzt? Denk nach, Mick. Du bist so nah dran. Welchen Ausdruck hast du noch nicht benutzt? Was war es? Heiß? Heiß? Wer hat das ganze Geld verloren? Mist, das war's wohl mit Plan B. Hast du Bock auf was richtig Heißes? Nicht gut. Was heißt es? Hast du Bock? Hä? Ich glaube, diesmal habe ich eine Reaktion bekommen. Nochmal. Komm schon, Makoto, du bist so nah dran. Er hat reagiert. Mach jetzt den Sack zu. Heiß. Heiß. Wer hat das ganze Geld verloren? Mist, das war's wohl mit Plan B. Hast du Bock auf was richtig Heißes? Oh. Was richtig Heißes? Oh. Heiß. Ja, was richtig Heißes? Hast du Bock? Ich nehme ein. Oh. Danke. Endlich, alles erledigt. Jetzt werden diese Pins bestimmt ein Renner. Ich sollte mal nachsehen, was die Leute am Q-Floor sagen. Soweit, so gut. Folgen wir ihnen zurück zur Shibuya-Kreuzung. Jetzt beobachten wir die Geburt eines Phänomens. Ich werde die Fans geradezu abwimmeln müssen. Ich gehe herum und sehe mir das an. Ach komm. Ein paar Pins zu verteilen versetzt Shibuya nicht in Raserei. Wir gehen ihm besser hinterher. Gib doch einfach auf. Ja? Selbst wenn wir die Mission erfüllen, werde ich nie... Hey, was ist denn in dich gefahren? Was ist denn in sie gefahren? Die Reaper gestern muss einen wunden Punkt gebührt haben. Ich glaube, ich sehe lieber mal nach, ob mit ihr alles okay ist. Sie nicht einfach allein lassen. Hey, was geht ab? Bist heute schon den ganzen Tag so komisch.
Es ist fast 3. Wir müssen langsam los, sonst schaffen wir die Mission nicht. Ja, und? Ha. Es hat keinen Zweck. Du hast gehört, was dieser Reaper gestern gesagt hat. Selbst wenn ich die Mission abschließe, das Spiel gewinne, selbst wenn ich wieder lebendig werde, bin ich trotzdem nur ich. Was soll ich machen? Was ist das denn für eine Frage? Ich dachte, ich hätte mich verändert, aber ich werde mich nie verändern. Es wird einfach weiter wehtun. Sagt wer? Ich war nie hübsch oder schlau. An mir war überhaupt nichts Besonderes. Ich habe mich gehasst. Ich wollte mich verändern. Jemand anderes sein. Eri sein. Aber es hat nicht funktioniert. Aber... Huh? Wow! Da drüben! Bist du das? Ah! Letztens habe ich ein total süßes Outfit in 10-4 gesehen. Echt jetzt? Hey, dann gehen wir doch da mal hin. Du hast doch noch Zeit, oder Eri? Eri? Was zum... Hey, warte! Zwei Stalker? Ich schau besser mal nach, was nicht stimmt. Ich kann sie nicht einfach allein lassen. Jetzt weißt du Bescheid. Bescheid über was? Was meine Teilnahmegebühr war. Hä? Mein Aussehen. Ich habe mein wirkliches Aussehen aufgegeben. Dein Aussehen? Dann... Das ist Eris Körper. In Wirklichkeit sehe ich nicht so aus. Oh, wow. Als ich im Underground angekommen bin und mich gesehen habe, bin ich ausgeflippt. Ja, kann ich verstehen. Aber es war irgendwie ein schönes Ausflippen. Schön? Warum? Weil ich davon schon immer geträumt habe. Von einem neuen Ich. Ich habe die Person gehasst, die ich war. Dabei wollte ich mich nur mögen. Hübsch und schlau und perfekt sein. Wie Eri. Warum haben die Reaper dann dein Aussehen genommen? Die Teilnahmegebühr soll doch das sein, was dir am meisten wert ist. Aber du hast gerade gesagt, du hasst dich selbst. Zuerst habe ich das auch nicht kapiert. Ich fand es so toll, dass ich Eri sein konnte. Dass ich mich sogar wie sie verhalten habe. Quirlig und niedlich. Aber das war nur aufgesetzt. Im Inneren hat sich nichts verändert. Ich bin noch dieselbe Person, die ich immer war. Dann ist es mir klar geworden, ich werde nie Eri sein. Tief drin wollte ich das auch nie. Ich war nur eifersüchtig. Der Reaper hatte recht. Was mir am meisten wert ist, bin ich. Eri hat alles, was ich nicht habe. Gutes Aussehen, Verstand, Gefühl für Design, viele Freunde. Ich habe sie beneidet. Und jetzt, wo ich in ihrem Körper stecke, tut es nur noch mehr weh. Die ganze Zeit war sie genauso verwirrt wie ich. Die Wahrheit ist, ich habe Angst. Ich will mich die ganze Zeit mutig anhören. Sage, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Aber ich habe Angst davor, dass wir eine zweite Chance bekommen. Was, wenn es so ist, wie der Reaper gesagt hat? Ich will nicht wieder lebendig werden. Wenn ich dann und die ganze Zeit eifersüchtig auf Eri bin. Ich will nicht diese Person sein. Also, ich mag dich so, wie du bist. Hä? Nein! Was zum...
Niemand trägt die Pins. Warum nicht? Da müssen wir wohl doch nochmal ran. Hör zu, wir bringen diese Mission zu Ende. Versprich mir, dass du dich ab jetzt darauf konzentrierst, ja? Okay. Es sollte klar sein, dass das Verteilen von Werbegeschenken nicht ganz Shibuya in Aufruhr versetzt. Echt? Aber wir können jetzt nicht aufgeben. Mhm. Mal sehen, was er als nächstes macht. Warum redet niemand über die Pins? Ich habe mich so angestrengt. Hey, Mick. Hä? Oh, Mr. OG, Prinz. Ich hab dich da stehen sehen. Warum so depri? Die Arbeit, mein Job, bin ich praktisch los. Ich sollte aus diesen Pins eine Sensation machen. Ich habe eine Menge kostenlos verteilt, aber sie schlagen einfach nicht ein. Ach, Mick, das meinst du doch nicht ernst. Was? Okay, hör zu. Du hast für mich gute Geschäfte gemacht. Deshalb sag ich's dir frei heraus. Deine Pins schlagen nicht ein, weil du die Trends ignorierst. Muster zu verteilen, macht deine Sachen nicht populär. Hä? Stimmt. Also, wie kann ich die Trends verändern? Da gibt's viele Möglichkeiten. Ich meine, wenn du ein Prinz wärst wie ich, könntest du schon eine Revolution starten, indem du die Straße entlang gehst. Wenn die Leute sehen würden, dass sie den Pin tragen. Genau. Okay, ich muss weiter. Pressetermin. Pass auf dich auf, Mick. Du kannst das. Danke, ich versuch's. Trends also. Okay, wenn der Prinz das kann, kann ich es auch. Dann stecke ich jetzt diesen Pin an und starte eine Revolution. Der Typ ist unzurechnungsfähig. Aber denk mal nach. Neku, wenn du den Pin ansteckst und wir ein paar Kämpfe austragen, könnten wir die Trends vielleicht verändern. Wie kommst du da drauf? Ich habe mich mit Rhyme unterhalten. Wir haben festgestellt, wenn man Pins im Kampf trägt, werden diese Marken beliebter. Obwohl uns die Reground-Leute nicht sehen können? Ja, schon komisch. Okay, probieren wir es aus. Also das Tragen des roten Pins im Kampf macht ihn beliebt? Mhm. Es könnte aber ein paar Kämpfe dauern. Okay, dann mal los. Ich hoffe, das reicht. Machen wir mal eine Sechserkette, vielleicht reicht das ja schon. Klau mir doch den fucking Chili-Pin. Damit ich mich wenigstens ein bisschen bewegen kann. Ah. Oh, danke. Es hat geklappt. Puh. Hey, der Pin da ist doch sau cool. Hä? Wo? Dort, der Typ da hat ihn anstecken. Oh yeah, nice. Frag mich, wo man die herkriegt. Oha, die Leute schauen mich an und lächeln. Heißt das, bin ich am Ende trendy? Wow, der Prinz hatte recht. Es hat funktioniert. Die Pins, die wir im Kampf tragen, verändern also, was im Reground angesagt ist. Mhm. Aber der Typ da hat anscheinend seine eigene Theorie. Mach dich bereit, Zenfir! Dein Trendgott kommt! Ein bisschen doof ist er ja schon, hm? Halt, da gibt's nämlich jetzt Typen. Oh, Baby! Ein Pin auf einem Geschäftsanzug, dafür braucht man Mumm. Ich will Mumm. Ich will diesen Pin. Das sind nämlich Leute, die sich nicht bewegen. Wie cool.
Der Pin ist wirklich toll. Wo kann man den kaufen? Der Pin von diesem Typen. Der Pin von diesem Typen gerade hatte ein tolles Design. Er war so schädlich schön. Oder skeletulär. Oder so eine Art... Nee, hier laufen alle. Dann gehe ich mal davon aus, dass die hier nicht sind. Okay, dann wollen wir mal Trends setzen. Ja, mit ein bisschen Nachhilfe. So, dann haben wir alle Schweine neues Symbole, die Berichte und hol dir den soliden Slammer. Total abgefahren. Ja. Solider Slammer, markenlos, Angriff plus 30, Verteidigung minus 50, erforderlicher Mut 120. Klamottentyp, Zubehör, Angriff plus 5. Erhöht den Angriff. Wow. Bevor er das Ramdon aufmachte, entwickelte Ken Doi Spezialsachen. Schneide das hier um und du wirst zum Tinpin-Titan. Naja, zumindest fühlt es sich so an. Und der Geheimbericht. Shikitak 6. Ich hoffe, 3 reichen. Ich hoffe so sehr, dass 3 reichen. Aber besser als der Urknall. So, das waren 3 Stück. Ich hoffe, das reicht. Ja, hat gereicht. Hey, schau mal, cooler Pin. Ja, yeah, den der Typ da trägt. An der Shibuya-Kreuzung hatten ihn ein paar Leute an. Echt jetzt? Das wird ein Riesending, wart's mal ab. Ich wünschte, ich hätte einen. Wow, ich hab's wirklich. Ich kann die Trends bestimmen. Jetzt, wo alle darüber reden, muss ich nur noch warten, bis der Werbefilm läuft. Zurück zur Kreuzung. So, wir haben es geschafft. Wirklich? Hey, wir haben unser Bestes getan. Jetzt hilft nur noch Daumen drücken. Neku? Tut mir leid. Wenn wir es nicht schaffen... Und ich bin schuld, weil ich uns aufgehalten habe. Kein Ding. Wir haben alle, Wir haben alle mal einen schlechten Tag. Neku, danke. Hey, da ist sie. Also, Eri. Du hast in letzter Zeit gar nichts Neues mehr designt. Also eigentlich denke ich darüber nach, aufzuhören. Was? Warum? Du bist doch so begabt. Sie will aufhören? Eri, warum? Wenn du es wissen willst, scanne sie. Was? Das kann ich doch nicht machen. Sie ist meine Freundin. Ich kann nicht einfach ihre Gedanken abhören. Warum nicht? Du hast schon tonnenweise Leute gescannt. Eri, warum willst du das Design aufgeben? Also, da war dieses Mädchen, Shiki. Neku, ich muss weg. Hey, Moment, warte. Einfach allein lassen. Sie ist zur Kreuzung gegangen. Focus. Prickeln. Dieses Prickeln. Ich glaube, ich bin verliebt. Dieser Pin. Er ist so feurig, leidenschaftlich rot. Er brennt. Oh, gib ihn schon her.
Was ist das? Warum hat mir denn niemand gesagt, dass es einen neuen Pin gibt? Ich konnte nur einen kurzen Blick drauf werfen, aber der sah einfach super aus. Damit könnte ich bestimmt Shooter niedermachen. Vielleicht. Roter Pin. Hey, dieser Pin. Ich konnte ihn mir nicht richtig ansehen, aber war das ein Design von Cat? Tut mir leid. Ich wollte nicht hören, wie Iri über mich redet. Ich hatte Angst. Iri hat mir etwas gesagt, bevor ich gestorben bin. Du bist nicht dazu bestimmt, Designerin zu werden, hat sie gesagt. Ich hatte nie so ein Talent wie sie. Wahrscheinlich hat sie irgendwann gereicht und... Ach komm, red nicht so ein Mist. Wer bist du? Hm? Du bist du. Du bist nicht Iri. Du wirst nie Iri sein. Und du wirst immer nur du sein. Aber sie ist so viel besser. Vergiss sie. Du musst dein eigenes Leben leben. Wenn sie das kann, dann kannst du es auch. Es kommt nur darauf an, dass du es probierst. Neku. Sei froh, dass du eifersüchtig bist. Dann hast du etwas, wonach du streben kannst. Also, tu es einfach. Du hast recht. Danke, Neku. Es ist soweit. Der Werbefilm läuft gleich. Ich bin ja so nervös. Schauen sich die Leute das an? Neku. Keine Panik. Die schauen alle hin. Hey, da oben. Dieser Pin. Wer hat den entworfen? Sieht aus wie... Hey, cooles Design. Ich trage ja nie Pins, aber der da? Was kann ich die kaufen? Hey Mann, schau mal, was ich habe. Du hast einen? Du Glückspilz. Oh, den Pin kenne ich. Natürlich, Iri. Ich wünschte, ich hätte einen. Iri. Neku. Kann ich eine Minute weg? Ich will mich zu ihr stellen. Hey, du hast frei. Danke. Iri, du solltest nicht aufhören mit dem Design. Ich hab's dir doch gesagt. Dieses Mädchen, Shiki. Ohne sie bin ich nichts. Hä? Ja, das hast du gesagt. Was war? Habt ihr euch gestritten? Gestritten? Wenn's das nur wäre. Shiki ist tot. Verunglückt. Vor ein paar Tagen. Oh, das tut mir leid. Sonst konnte niemand meine Outfits nehmen. Shiki hat ihm Leben eingehaucht. Sie authentisch gemacht. Du musst ihr sehr vertraut haben. Und wie? Sie war ein wunderbarer Mensch. Mir waren andere Leute wichtig und sie hat die Feinheiten bemerkt. Wenn meinem Design etwas gefehlt hat, hat Shiki das immer ausgebügelt. Und ihre Stofftiere, von denen will ich gar nicht erst anfangen. Sie hatte einen scharfen Blick und geschickte Hände, Motivation. Alles, was ich nicht habe. Aber wie du von ihr redest, muss sie etwas ganz Besonderes gewesen sein. Am Tag vor ihrem Unfall habe ich etwas gesagt, was mir ewig leid tun wird. Was denn? Sie war unglücklich, weil kein gutes Design eingefallen ist. Ich wollte sie aufmuntern und habe gesagt, du bist nicht dazu bestimmt, Designerin zu werden. Ich meinte damit, sie hatte eine große Zukunft als Näherin. Aber ich glaube, das hat sie ziemlich verletzt. Ich wollte mich am nächsten Tag entschuldigen. Aber dann habe ich sie nicht mehr wiedergesehen. Sie ist meine beste Freundin, auch jetzt noch. Ich will sie zurückhaben. Damit ich ihr sagen kann, wie leid es mir tut.
Und damit wir wieder ein Team sind. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel von mir hielt. Ihr zwei braucht einander offenbar. Neko, meinst du, ich bin okay, so wie ich bin? Hey, in Shibuya haben alle möglichen Gestalten Platz. Wer soll denn sonst Stoffschweinchen nähen? Er ist ein Kater. Neko, ich will Eri wiedersehen, damit wir wieder ein Team sind. Ich bin bereit für eine zweite Chance. Alles klar, koste es, was es wolle. Wir gewinnen. Wir leben. Es ist nur noch ein Tag. Geheimbericht 6. Ich halte regelmäßig Botschaften des Komponisten. Obwohl wir in Kontakt stehen, ist es mir untersagt, ihm Informationen zukommen zu lassen, damit das Gleichgewicht des Spiels nicht gefährdet wird. Ich darf lediglich auf seine Anfragen nach bestimmten Objekten reagieren. Und auch dann kann ich ausschließlich diese Objekte erschaffen und ihm zukommen lassen. Der Komponist hat eine spezielle Telefonfunktionalität angefordert, die im nächsten Spiel verwendet werden soll. Heute hat sich die Partnerin des Stellvertreters, eine gewisse Shiki Misaki, von ihrem definierten Wert befreit. Neid. Daher ist der Komponist davon überzeugt, dass der Stellvertreter am siebten Tag siegreich sein wird. Diese Zuversicht begründet sich darin, dass die Einflussnahme des Stellvertreters unabdingbar für das Wachstum seiner Partnerin war. Das zeigt, dass der Stellvertreter von seiner obsessiven Selbstverwirklichungsschleife Abstand nimmt. Bis dahin hatte sogar der Komponist Zweifel am Wachstumspotenzial seines Stellvertreters. Für gewöhnlich verfügt der Komponist über ein bestimmtes Maß an hellseherischer Vorausschau. Aufgrund seiner derzeit niedrigen Stimmung sind seine Fähigkeiten jedoch eingeschränkt, was seine zeitübergreifende Sicht vernebelt. Obwohl er den Underground vom Reground aus beobachten kann, unterliegt er darüber hinaus weitgreifenden Einschränkungen. Das betrifft auch seine äußere Erscheinung. Er sieht jünger aus, als dies mit voller Stimmungsfrequenz im Underground der Fall wäre. Zum Glück verhindert dies, dass die Reaper ihn als den Komponisten erkennen. Da der Komponist Reaper ausschließlich über den Dirigenten kontaktiert, wissen die meisten nicht, wie er aussieht. Zudem ist er das Wesen mit der höchsten Stimmung im Underground, sodass niedrigere Reaper ihn nicht wahrnehmen können. Die Effekte der Stimmungssenkung treten auf, da die Stimmung des Komponisten und die Frequenz des Reground sich erheblich voneinander unterscheiden. Reaper müssen ihre Stimmung deutlich weniger senken, um im Reground existieren zu können, weswegen bei ihnen geringe Veränderungen auftreten. Dies hängt zwar vom jeweiligen Reaper ab, aber der Effekt ist stets minimal. Daher besuchen Reaper den Reground deutlich häufiger. Sofern sie ihre Pflicht erfüllen, können Reaper im Reground immer innerhalb bestimmter festgelegter Grenzen tun, was sie wollen. Wir sind im Zeitplan. Jawohl. Es sind noch 3 Spieler im Spiel. Morgen lege ich sie persönlich auf Eis. Ich freue mich darauf. Bring das Spiel dieser Woche zu einem erfolgreichen Abschluss. Dann ist deine Beförderung zum Spielleiter garantiert. Als ihr Stellvertreter gebe ich mein Wort, dass ich sie nicht enttäuschen werde. Ach, weißt du, ich habe genug von diesem Stellvertretergerede. Zu förmlich. Ich verleihe dir hiermit volle Spielleiterprivilegien. Du hast dich ihnen würdig erwiesen. Vielen Dank. Sie sind zu freundlich. Ich werde mich nach der morgigen Mahlzeit wieder melden. Warum? Warum kann ich dich nicht nützen? Es muss doch einen Weg geben. Sie wissen es. Sie müssen es wissen. Yo, habt lange genug hier gesessen und Staub angesammelt? Gut, dann geht es wieder weiter. Ich hoffe nur, sie kriegen es hin. Zurück ins Café, würde ich sagen. Beat ist bestimmt noch schon halb verhungert. Super Larity in Nice. Chapter closed.